Schraubtür aufmachen. Können wir den Wäscheberg verschieben? Können wir nicht. Die Figur dort. Tja. Okay. Ich wüsste nichts, was man hier tun kann. Ja, okay. Hier sind wir oben. Aber was? Was bringt das uns? Sind wir hier? Ja, schön gut. Die killt uns sofort, wenn sie uns sieht. Wir haben ja nicht mehr die Möglichkeit zu fliehen. Eine von diesen Figuren, das wäre doch die Möglichkeit. Eine von diesen Figuren hier verschieben. Einfach dahinter entlang gehen. Ach, okay. Darf uns nicht hören. Sind weitergekommen als vielleicht im Sneak-Modus. Können wir mal versuchen. Mal ducken und dann durchkommen. Wir sind weitergekommen als vorher. Darf unsere Schritte nicht hören. Sehr gut. Drüben sind wir. Okay, wie wir ohne, wie wir mit dem Schlüssel zurückkommen sollen, ohne zu sneaken. Weiß ich nicht. Okay. Sind wir erstmal hier. Komm gar nicht auf die Idee hier, Mali. Springbrett. Nick war auf dem Bett hüpfen. Yay, yay. Nervöse Springe. Eigenschaft freigeschaltet. Ich dachte mir doch, dass das was bringt. Tu dich. So. Mal hoch. Ich weiß nicht, was sollen wir hier machen. Der Schlüssel ist wahrscheinlich direkt bei ihr. Auf der Kommode oder so. Wenn wir die Vase umwerfen, sind wir geliefert. Duck dich. Und das Bett. Und das Bett. Keiner hier. Mach's Licht aus. Aufgehört zu singen. Wir sind sowas von geliefert. Wie kommen wir jetzt mit dem Schlüssel darüber? In den Schlüssel. Duck dich mit dem Schlüssel. Ich versuche mich mal hier vorbeizuschleichen. Es wird sicher nicht klappen. Sneak. Es kann ja nicht klappen. Mit dem Schlüssel.
in der Hand. Ich schleiche durch den Raum. Ich bin ganz leise und still, damit sie mich nicht bemerkt und sie nicht einfach mich auffrisst oder feixt oder was auch immer sie davor hat mit uns. Coach spielt Grand Theft Auto. Und wir sneaken weiter durchs Treppenhaus. Ich laufe, ohne zu sneaken. Ich laufe um die Ecke. Bloß den Schlüssel festhalten. Wo ist die Dame hin? Ist gleich Jumpscare. Pff, steht's vor uns. Ich sehe es ja schon kommen. Und weiter hier. Ja, sage ich doch. Oh Mann. Ich will mal sprinten, oder? Oh Mann, 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 oh Mann. Sneaken bringt hier nicht mehr viel. Ach du Scheiße. Habe ich mich ein bisschen erschreckt. Ach, was denn? Springen müssen wir doch hier gar nicht. Prinzipiell nur Shift und D. Und den hier. Nein, 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 verdammt. Und solche Kurven machen. Geradeaus ran. So, jetzt ran. Kleines Mädchen. Und runter mit dir. Okay, entkommen sind wir fürs Erste. Schleiche um die Ecke, ich renne um die Ecke. Treppe hinauf. Alles hier so düster. Endlos und düster. Aha. Was können wir dort machen? Bestimmt nicht die schlauste Idee. Okay, einfach nur ein Auge. Suche hier noch nach versteckten Errungenschaften. Hier durch. Hier ist doch eine Lücke, wo wir durch können. Knatsch, knatsch macht die Tastatur. Unten durch. Können die Balken abreißen. Ja, dazu ist noch stark genug. Okay, hier vielleicht auf dem Stapelwerk. Auf dem, ja, Stapelwerk, genau. Hochklettern. Wäre eine Idee. Nicht so. Tja. Vielleicht an den Schrank ran. Was bringt's uns? Die Spiele sind alle kaputt. Können wir nicht mehr durch. Ja. Scheint eine Sackgasse zu sein. So, können wir da vielleicht dran springen und hochklettern? Wäre eine Idee. Wäre einem Gitter.
können wir wahrscheinlich nicht. Würde sich anbieten. Aber nein. Okay, was machen wir hier? Wie kommen wir hier weiter? Zum großen Raum. Können wir hier irgendwie hochklettern? Ihr seht wahrscheinlich gerade im Stream so gut wie nichts. Lauter Puppen. Schaufensterpuppen. Okay. Und wie müssen wir hier weiterkommen? Tja. Logischerweise in diesem Raum irgendwie. Aber wie? Durch die Spiegel. Alice durch die Spiegel. Meine Spiegel irgendwie umwerfen. Hier irgendwie drauf, hier irgendwie hoch. Okay, durch die Puppen. Was bringt es uns, wenn wir hier hochklettern? Da drüben ist irgendwas wie eine Schrankwand. Irgendwie eine Bodendiele, die locker ist, wo wir durch können. Und dann was hier. Kiste. Können wir die Kiste verschieben? Können wir scheinbar nicht. Zurück. Scheint mir keine so gute Idee. Hier könnten wir hoch. In dem Regal entlang. Na, ich doch. Aber was bringt es uns dann? Da können wir klettern hier, oder? Tja. Die Madame hat hier scheinbar ein kleines Atelier. Tja. Da fällt mir gerade auch nichts ein. Unter den Tisch. Tja. Ich kann mir den Stuhl mitnehmen. Aber ich sehe gerade, es ist schon 19.03 Uhr. Schnell die Zeit doch vergeht und man Spaß hat. Tja. Okay, den Stuhl können wir nicht mitnehmen. Dann würde ich, glaube ich, gleich mal Schluss machen. Schauen wir mal, wie wir am nächsten Part hier weiterkommen.
Ja, ich weiß nicht, wo der letzte Save Point war, wo ich dann das nächste Mal rauskomme. Aber wo wir das nächste Mal wieder losstarten. Ich hoffe nicht zu weit weg. Na dann. Ich würde den Stream trotzdem jetzt hier mal beenden. Ich mache jetzt gerade mal Schluss. Haben wir gleich schon 5 Minuten überzogen. Ich sag schon, Däumchen nach oben, soll es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da und den nächsten Stream, den nächsten Part nicht verpassen wollt. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Und ja, das nächste Let's Play, das nächste Video auf meinem Kanal nicht verpassen wollt. Ja, habt ihr noch einen angenehmen fürstlichen Tag, schaut auf dem Podcast-Kanal vorbei. Hört die Podcasts, das kann ich nur immer und immer wieder erwähnen. Schaut, hört die Podcasts. Die Podcast-Folgen von Bilateral Podcast. Gut. Ansonsten bin ich hier raus. Da bleibt mir ja, habe ich ja keine Idee mehr. Lass mir bis zum nächsten Mal was einfallen. Bis zum nächsten Stream. Tja, im nächsten Stream dann wieder mit dem normalen Six-Kostüm. Ja, die Vogelscheuche. Mit der verkehrtrunde Topf. Ja, kann man machen. Finde ich jetzt nicht so sonderlich hübsch, dass jetzt Juhu und Halleluja schreie. Okay. Ich könnte eine Art Tür sein. Eine Art Schrank oder Tür oder eine Art Schranktür. Ja gut, ich wollte Schluss machen. Ja. Gut, da wechsle ich mal zum anderen Setup. Ja. Ich sag schon mal bis dann und ciao. Bis zum nächsten Part, bis zum nächsten Stream. Jo.